Hallo, liebe Deutschlernende. Ich möchte in diesem Video eine Geschichte mit euch teilen. Und diese Geschichte ist ein Grund, der mich motiviert, zu trainieren, Sport zu treiben, Muskeln aufzubauen. Es ist nicht meine größte Motivation, aber es ist vielleicht ein Teil der Motivation und es ist eine sehr interessante Geschichte. Also, ich hatte folgende Erfahrung. Ja, ich war noch, in dieser Geschichte war ich noch in Berlin und ich war unterwegs auf einem Bahnsteig. Ja, ich wartete auf meine U-Bahn oder meine S-Bahn und dort war ein Mann, der ein bisschen dicker war und er hat anscheinend etwas getrunken, ja, er war betrunken und er grölte rum und ja, schimpfte und ich weiß nicht mehr, was er alles gesagt hat, aber ich weiß nur, dass es irgend so ein Nazi-Scheiß war, ja, irgendwie so Scheiß-Ausländer oder ich weiß es nicht, irgend so ein doofes Zeug, ja. Und ich dachte mir so, oh nein, dieser Typ ist nicht nur nervig, sondern auch echt unangenehm und es ist auch ein bisschen beängstigend, so einen Menschen in der Umgebung zu haben, ja, der irgendwie doof rumgrölt. Und nach einer Weile ging ein Mann auf ihn zu, redete mit ihm und sagte so, hey, kannst du nicht, also hat versucht, ihm ein bisschen Vernunft beizubringen sozusagen, ne? Gesagt so, hey, brauchst du jetzt nicht so rumzugrölen und beruhig dich mal und so, ne? Und der Mann, der ihn angesprochen hat, war so ein richtiger Schrank, wie man im Deutschen sagt, ja? Du weißt, was ein Schrank ist, ja? Und wenn man einen Menschen als einen Schrank bezeichnet, dann meint man, dass es jemand ist, der groß ist wie ein Schrank, ja, breit ist wie ein Schrank, ja, jemand, der viele Muskeln hatte, ja, also es war ein Mann, der sehr groß war und sehr viele Muskeln hatte. Und dieser Mann, dieser Muskelmann, hat eben diesen Nazi oder diesen betrunkenen Mann konfrontiert, ja. Und ich dachte mir so, wow, ich meine, ich hätte auch etwas sagen können, ja. Aber ich dachte mir so, hey, wenn ich sehr viele Muskeln hätte, dann würde es mir bestimmt auch einfacher fallen, andere Menschen zu konfrontieren. Ja, wenn ich sehr viele Muskeln hätte, dann hätte ich wahrscheinlich weniger Angst, ja, zu jemandem hinzugehen und sagen so, hey, das ist nicht in Ordnung, ja, beruhig dich mal. Denn wenn man viele Muskeln hat, ja, dann ist man selber auch vielleicht ein bisschen einschüchternd. Und das kann man nutzen, um Gutes zu tun. Ich meine, man möchte nicht groß und stark sein, um andere Leute einzuschüchtern, ja, sondern man möchte vielleicht groß und stark sein, um Gutes zu tun, um vielleicht böse Menschen oder aggressive Menschen einzuschüchtern. Ja. Das sind vielleicht Menschen, die man einschüchtern möchte. Ja. Und wie gesagt, es ist nicht ein großer Grund, aber es ist vielleicht ein Grund, warum ich jetzt anfange zu trainieren und Muskeln aufzubauen und so weiter, auch um einfach mehr Selbstbewusstsein zu haben, ja, damit so wie ich mich fühle, ja, dass ich auch so aussehe, dass ich auch so stark aussehe, wie ich mich manchmal fühle, ja, beziehungsweise, dass ich dann mich auch stärker fühle, ja. Ja, also das ist meine Geschichte heute. Ich hoffe, du fandest sie interessant. Und ich möchte nochmal daran erinnern, dass ich bald ein Webinar habe, eben über solche Themen wie Energie, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, habe ich schon gesagt, Lebenslust, ja, also... Wenn du jetzt Authentic German Learning
Schrägstrich-Webinar besuchst, dann kannst du mir dort sagen, dass du Interesse an diesem Webinar hast und ich werde dich informieren, wenn es losgeht. Und das ist etwas, was du nicht verpassen möchtest, denn ich werde dir sehr viel beibringen in diesem Webinar. Ich werde sehr viele Techniken mit dir teilen, die ich schon seit langem benutze und die mir sehr helfen. Okay, wir sehen uns dann und auf jeden Fall sehen wir uns wie immer morgen. Tschüss!